Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu New Beginning Final Cut. Wir waren in der letzten Folge hier mit dem Fernglas beschäftigt und beschäftigen uns gleich weiter damit, würde ich sagen. So, wir haben jetzt hier das hier gefunden und das da gefunden. 2897. Ich bin fast sicher, wir müssen das irgendwo einstellen. Wir haben nur noch nicht das richtige Dings gefunden. 2897. So, dann mal rauszoomen. Hat er vielleicht von den Booten gesprochen? Ach, guck an. Er hat von den Booten gesprochen. Ich dachte von den Fahrzeugen. Zwei Boote brachten Indis und einen Assistenten. Aha. Alle Boote werden vom Heliport aus bewacht. Okay. Log 40712. Emilio Indes ist mit einem Boot eingetroffen. Folge ihm vorbei an den Garagen bis hin zum Hauptgebäude. Wo sich die Flügel kreuzen, befindet sich sein Büro. Wo die Flügel kreuzen, befindet sich sein Büro und wir haben 11.52. Ach Mann, ich wollte auch das nächste schon. Manu! 11. Ich klicke immer vorbei, ne? 11.52. So, und hier, wo sich die Dinger treffen, da. Haha! Seine Tage sind gezählt. Aha, der Algenbehälter. Ich nehme an, Fays Plan ist damit gescheitert. Bent! Ich hab die Alge gefunden! Sie ist tatsächlich bei Indis im Büro. Und wie kommen wir jetzt dahin? Nicht hetzen. Ich arbeite dran. Der Fahrstuhl ist ungeeignet für einen Überraschungsangriff. Log 50949. Ich habe endlich einen Zugang zum Hauptgebäude gefunden. Ein Rohrsystem verläuft bis hinter den Reaktor. Auf dem Weg dorthin passiert es die beiden Kühltürme und die Aufbereitungsanlage und endet bei einem kleinen Gebäude, das über die Absperrung hinaus bis in den Dschungel hineinragt. Am hintersten Ende führt ein Pfad zu einer Tür, das muss es sein. Aber hier steht, warum steht hier A, B, C, D? Ich brauch doch die Zahlen. Na gut, ohne richtigen Fokus werden wir das eh nicht hinkriegen. Warum steht hier A, B, C, D? Der Fahrstuhl... Log 50949. Ich habe endlich einen Zug, ein Rohrsystem auf dem Weg dorthin passiert und endet bei einem kleinen... Am hintersten Ende... Wie soll ich denn jetzt die Zahlen rauskriegen? Wie kriege ich denn jetzt die Zahlen raus? Ne, hier waren wir schon. Wie komme ich jetzt an die Zahlen? Von hier irgendwas gesprochen, aber ohne die Zahl. Oder das ist dieselbe Zahl, das kann natürlich auch sein, aber das glaube ich eigentlich nicht. Das wäre zu einfach. Warte mal. Müssen wir noch irgendwo hier irgendwelche Infos finden? Zelt. Wollen wir das nochmal durchsuchen? Nichts. Hat Ben eine Idee? Hoffentlich geht alles gut. Aber klar, wir schaffen das. Super. Kann ich gehen? Ah, okay, ich kann gehen. Das ist gut. Ich weiß zwar nicht warum und wofür. Vielleicht ist ja hier irgendwas, irgendeine Info. Aber hier ist gar nichts. Hier kommen wir auch nicht wieder weg. Okay, weggehen können wir, aber es bringt überhaupt nichts. Hier irgendwas übersehen. Hier gibt's auch nur Fernglas und Zelt. Salvador muss hier Tage verbracht haben. Hoffentlich haben die Wachen ihn nicht schon erwischt. Oder umgekehrt. Oh, ich habe mein Handy nicht aus, Entschuldigung. So, okay, dann gucken wir doch mal. A, B, C, D wäre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann irgendwo hier. Denke ich mal, dass das hier irgendwo ist.
Aber wir sehen hier überhaupt gar nichts. Wie komme ich denn jetzt an die... Ich muss leider mal die Lösung gucken. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Die Lösung sagt 1592, warum auch immer. Also wenn dann einer weiß, wie wir da drauf hätten kommen sollen, dann könnte er mir das bitte sagen. Und das müsste dann hier irgendwo sein. Warte mal, was steht da? 11, irgendwo hier. Warte mal. X11Y3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da. Ja, da ist es. Bent, ich hab ihn. Wo ist er? Er hat einen Hintereingang gefunden. Komm mit, ich zeig's dir. Okay. Dann gehen wir auch in die Wartungstür. Abgeschlossen? Oder verbarrikadiert. Will Salvador vielleicht gar nicht, dass wir ihm folgen? Er ist manchmal etwas schwierig. Wie auch immer, wir müssen da rein. Hier ist ein Rohr, wo kein Wasser durchläuft. Dann klettern wir doch da rein. Lass uns doch versuchen, durch das Rohr zu klettern. Mach du das mal allein. Nach der Kletteraktion im Labor ist mein Rücken jetzt völlig im Eimer. Gut, dann suche ich einen Weg, die Tür von der anderen Seite zu öffnen. Bis okay. Gleich. Sei vorsichtig. Wo sind wir? Ach, da oben. Ich habe übrigens nicht weiter in die Lösung geguckt, nur damit ihr Bescheid wisst. Da können wir wieder raus, da können wir durch. Da hängt ein Trikot und Telefon. Das interessiert uns aber alles gar nicht. Da ist ein Ventil. Oh Gott. Links rum, rechts rum, was? Konsole was ansehen. Was das wohl darstellen soll? Und was haben all die Lichter zu bedeuten? Das würde ich auch gern wissen. Was das wohl darstellen? Und was haben... Was passiert denn, wenn ich jetzt hier nach links drehe? Dann ist jetzt hier zu, okay? Was ist denn jetzt passiert? Ach, jetzt ist... Ah, okay, jetzt ist ganz... Im Rechten ist jetzt das ganze Wasser. Okay. Aber hier müsste ich ja jetzt durchkommen. Genau. Wenn wir jetzt den Brückenhebel umlegen... Passiert gar nichts. Okay. Warte, vielleicht können wir das ja so drehen, dass in allen... Das sind drei. Dass wir in allen so halb hohes Wasser haben. Jetzt haben wir da... Obwohl so... So könnte es gehen. Wir können halt nur nicht nach unten. Aber wir können jetzt hier rüber... Nee, nicht schließen. Soll es da durchgehen. Da kommen wir natürlich nicht dran, das können wir nicht schließen. Eine Schwimmbrücke, okay. Das heißt, in der Mitte müssen zwei sein. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Es geht direkt ganz nach rechts. Wenn ich jetzt weiter nach rechts drehe... Es lässt sich nicht weiter... Okay, weiter nach rechts geht nicht. Wie kriegen wir denn in die Mitte zwei rein? Das geht ja nur... Jetzt sind beide ganz voll. Es lässt sich... Und weiter nach rechts geht nicht. Ist hier das Hello Kitty übrigens. Ist hier noch irgendwas anderes, was ich tun kann? Nee, kann ich sonst nichts tun. Wie kriege ich das denn da in die Mitte? Warte mal, wenn ich das jetzt nochmal nach links drehe, kann ich dann hier eigentlich ins Wasser springen hier unten? Nee. Da kann ich wieder rausgehen. Hoffentlich. Aber klar. Wir schaffen das, okay. Ach, warte mal. Ah, ich kann doch bestimmt... Jetzt läuft das aus allen dreien läuft was raus. Da sind zwei, da ist eins. Wenn ich jetzt hier das Wasser links ganz rausnehme, kann ich dann draußen in ein anderes Rohr reinsteigen? Das interessiert mich jetzt mal. Ja, genau, dann kann ich nämlich in dieses Rohr reinsteigen und bin dann da. Kann dann nach unten... Das Stauschott öffnen. Das Stauschott nicht schließen. Den Brückenhebel. Was macht der Brückenhebel? Macht er hier unten irgendwas?
Die Brücke hat sich von der Ebene abgekoppelt. Okay. Wollen wir das? Jetzt gehe ich wieder nach oben. Jetzt haben wir hier das Stauschott offen. Das heißt, wenn hier Wasser drin ist, ist auch hier Wasser drin. So, dann gehen wir hier raus, gehen hier oben wieder rein. Gehen hier durch. So, wenn wir das jetzt nach links drehen, dann müsste in der Mitte auch Wasser sein. Genau. Und nochmal nach links drehen. Ist die Brücke denn... Jetzt ist die Brücke sauber. So, dann machen wir das auch auf. Wir müssen nämlich da, glaube ich, an dieses Ventilrad irgendwie dran. Hier können wir zur Mitte steigen. Wenn ich das jetzt aufmache, macht sie das, wenn da Wasser hinter ist? Es lässt sich nicht öffnen. Okay, weil da Wasser hinter ist. Okay, wir brauchen also hier einen. Das heißt, wir müssten jetzt nach rechts. So, dann hier raus. Ah, ne, Quatsch. Ah, das macht sie schon automatisch. Ach, hier ist gar kein... Ah, da kommen wir gar nicht hin. Wir müssten jetzt da rein, das heißt... Das heißt... Moment. Jetzt kommen sie aber mit vielen Rätseln so, ich denke mal zum fast Ende des Spiels. Da kommen wir nicht hin, nee, war klar. Okay, wir müssen von da rein. Das heißt, hier muss das Wasser halb sein. Und hier müsste es unten sein. Hier halb, was? In der Mitte halb, ne? Rechts halb. Ne, rechts einen. In der Mitte einen. Ne, in der Mitte zwei. Ne. Mitte muss ja einer sein. Hier muss einer, aber dann komme ich ja da gar nicht. Und hier muss leer sein. Was? Jetzt sind alle voll. Es lässt sich. So komme ich jetzt. Ah, ich könnte jetzt natürlich das Stauschott hier. Ah, jetzt kann ich eben nicht aufmachen. Das ist das Problem. Warte mal, aber ich kann das Stauschott schließen. Ich rate gerade so ein bisschen. Wenn ich das Stauschott. Das sieht eigentlich zu aus, aber jetzt ist es zu. So. Das hat uns rein gar nichts gebracht. Jetzt sind alle leer. Das heißt, ich kann jetzt wieder nach unten. Wenn ich das Stauschott jetzt schließe, also nach unten bitte. Nach unten? Hallo? Achso, wenn ich da reingehe, komme ich nicht oben raus, stimmt. So, wenn ich das jetzt schließe, dann sind wir eigentlich wieder so weit wie vorher, oder? Und das hier oben auch schließe. Da sind alle wieder zu. Jetzt gucken wir mal, dass wir... Genau, das sehen wir auch hier. Alle sind zu. So kommt nichts in die Mitte rein. Das bringt uns also gar nichts. Also das untere, das da, das muss offen sein. Sonst hat das keinen Sinn. So.
So, das mache ich auf. Das lasse ich zu. Jetzt gucken wir mal. So, dann links rum. Können wir jetzt irgendwas tun? Wir können im Moment noch nichts tun. Okay. Dann machen wir das nochmal. Es fehlt. Wäre schön, wenn jetzt ein bisschen Musik da wäre. Das wäre echt super. Würde mich sehr freuen. Das kann ich jetzt wieder aufmachen. Da waren wir eben schon, ne? Warte mal. Ah, warte, wenn ich jetzt den Hebel, dann bleibt die oben, oder? Die Brücke ist auf der Ebene eingerastet. Sehr gut, genau das wollte ich. So, das heißt, wir müssen die Mitte jetzt wir müssen jetzt 1, 2, 2 haben. Haben wir doch. Hä? 1, 1, 2. Moment. Ich muss nochmal gucken. Wir kommen jetzt hier rüber. Wir müssen. Hier muss also nur einer sein. Aber hier auch. Wir haben 5 Wasser haben wir. So kommen wir da nicht mehr rein. Wenn ich das jetzt aufmache. Macht das einen Unterschied? Wenn ich jetzt nach rechts drehe, dann ist der ganz voll. Das sind alle voll. Jetzt sind alle voll. Jetzt sind auch wieder alle voll. Es lässt. Warte mal, so komme ich ja an das Stauschott ran, richtig? Genau, so komme ich an das Stau. Aber das kann ich ja nicht aufmachen. Warte mal. Müssen wir mal gucken, dass wir das untere rechte wieder zumachen können. Ich glaube, dazu müssen wir das oben wieder zumachen. Ich glaube, dazu müssen wir das zumachen, dass wir da unten wieder zumachen können. Dass dann das Wasser sich was anders aufteilt. So, zu. So, wenn ich jetzt nach rechts drehe, kann ich das unten auch wieder zumachen. Also, du musst erstmal nach unten. Nochmal nach unten. Hier zumachen. Dann nach oben. Ach, kann ich auch direkt da drauf drücken, ne? Da drauf, meine ich. So. Schauen wir mal. So müsste es doch gehen. Haha! So, dann machen wir das jetzt auf. Dann kommen wir nämlich da dran und können da mit dem Ventil keine Ahnung was tun. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was wir damit machen können. Aber ich glaube, jetzt habe ich's, oder? Also, erstmal runter bitte. Dann das öffnen. Dann das auch öffnen. So, und jetzt das Ventilrad drehen. Geschafft. Was auch immer ich jetzt... Ah, jetzt ist alles Wasser raus. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Das heißt, wir können jetzt nach unten. Und da raus. Haha! Na endlich. Was hast du da drin gemacht? Nicht zicken, mitkommen. Salvador genau. Kann nicht mehr weit sein. Oh, oh. Leichenpflaster an seinen Salvador. Weg. Das war Salvador. Kellerman? Psst, da kommt wer.
Spider-Man, verflucht, wo stecken Sie? Ich bin hier, Sir, und ich habe Besuch mitgebracht. Duwe. Bent, pst. Der junge Svensson. Was hattest du vor, Duwe? Wolltest du deine Bezahlung abholen? Oder kommst du etwa wegen deinem verhassten Wundergemüse? Du hast kein Recht auf unsere Forschung, Indes. Ganz im Gegenteil. Ich sehe es als meine Pflicht, die Welt von diesem grünen Schleim zu befreien. Und da ich nicht nur gewissenhaft, sondern auch gründlich arbeite, werde ich die Schöpfer gleich mit beseitigen. Das ist mein Stichwort, richtig? Das würde ich so sehen. Bring sie zu dem anderen Gefangenen und erledige sie. Und dann durchkämmt das Gebäude. Wenn Duwe hier ist, wird auch der alte Svensson nicht weit sein. Und diese verrückte Klimaaktivistin. Ich bin derweil in meinem Büro und mache mir einen leckeren Algentee. Bent? Sie werden ihn umbringen. Nein, werden Sie nicht. Nicht solange ich hier noch sitze. Ich glaube, Sie überschätzen sich da. Nein, hör mir zu. Unsere Alge in der Zukunft wurde von dir und Duwe zusammen entwickelt. Wäre Duwe heute gestorben, dann gäbe es auch die Alge nicht mehr und wir hätten nie mit der Zeitkapsel in die Vergangenheit reisen können. Der Zeitverlauf hätte sich so drastisch geändert, dass ich mich sofort in nichts auflösen würde. Das verstehe ich nicht. Heißt das, wir können das Reaktorunglück gar nicht aufhalten? Doch. Nur werde ich dann... Ich werde verschwinden. Du musst das jetzt nicht verstehen. Vertrau mir einfach, wenn ich sage, dass du deinen Sohn retten wirst. Dann glaube ich das mal. Ja. Ich kümmere mich derweil um die Alge. Und jetzt los. Pass auf dich auf, Faye. Du auch. Da schwimmt ein Hut. Miss Buendia, ich wünsche in der nächsten halben Stunde nicht gestört zu werden. Ich muss über die Zukunft der Bioenergie auf diesem Planeten entscheiden. Und drehen Sie bitte die Klimaanlage auf. Ich muss den Dschungel nicht auch noch in meinem Büro haben. Sehr wohl. Die Alge ist in diesem Raum über mir, zusammen mit Indes. Ich muss ihn irgendwie da rauslocken. Okay, irgendwie da rauslocken werden wir ihn in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und sorry, dass ich bei dem Wasserrätsel so lange gebraucht habe, aber mein Hirn ist halt schon was älter. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei New Beginning, Final Cut. Macht's gut. Tschüsschen.